Wir haben noch vorhin von einer Zürcherin gehört, dass man 8 Sekunden Zeit hat. Jetzt ist es aber so, wenn man das einem Berner sagt, braucht eigentlich 8 Sekunden, bis er überhaupt Stegen oben ist und dann noch den Platz suchen hier auf dem Teppich. Ich habe heute sowieso den Eindruck, ich sei am falschen Ort. Normalerweise werde ich eingeladen, um vor den Leuten zu reden zum Thema Mut. Und wenn ich jetzt so ins Publikum hineinschaue, dann sind gerade heute sicher nur noch die Mutigen da. Von dem her kann ich eigentlich wieder gehen, das war ein kurzer Auftritt. Merci vielmals. Meine Schwierigkeit ist die, dass ich das Gegenteil immer gesehen bin. Ich hätte mir gerne gewünscht, mutig zu sein. Und ich hätte mir noch viel mehr gewünscht, dass ich Superkräfte habe. Weil Superkräfte, das ist etwas, das einem jederzeit wegfliegen lässt, wenn es eine Schwierigkeit gibt. Und das ist auch das, was die Superhelden, die ich bewundert habe, immer haben können. Also die haben ohne Hilfsmittel haben die einfach wegfliegen können. Jetzt als Kind wird man ja immer gleich sein wie alle anderen. Und ja, nicht irgendwie herausragen mit etwas. Das ist noch schwierig, wenn man so einen Kopf grösser ist als der Klassendurchschnitt. Und das hat eine Kehrseite. Oder hat jetzt vielleicht das Gefühl, das ist ein Vorteil, du bist immer der Grösste, bist auch nicht der Allerschwächste, kannst einfach auf die anderen drauflegen, wenn du noch ein bisschen schwer bist zum Beispiel. Aber die Schwierigkeit ist, man wird auch jedes Mal überschätzt. Da ist zum Beispiel ein Drittler, der das Gefühl hat, du, warum siehst du so kindisch aus, wenn du auch in der Dritten bist? Aber ich war dann erst in der Ersten. Und dann gibt es genau so das Ungleichgewicht, wo man sich so Superkräfte wünschen. Ich glaube, dort ist es das entstanden, dass ich mir wirklich gesagt habe, ich möchte mal fliegen wie einer von diesen Superhelden. Ich habe nachher angefangen mit Segelfliegen in Belp. Dann kam Motorfliegen dazu, Akrobatikfliegen und zwischen immer auch noch ein bisschen Fallschirmspringen. Und beim Fallschirmspringen habe ich so das pure Fliegen erlebt, so wie ich mir das immer gewünscht habe. Die Art, wie ich springe, das ist wirklich eine Umsetzung von dem Traum, den ich gerne hatte. Das tönt auf Englisch noch so gut. Für mich hat es aber auch immer so eine schreckliche Komponente gehabt. Weil ich eben so ein bisschen ein Angsthals bin, schon als Kind gesehen, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt mit der Höhe. Das ist noch blöd, wenn man in einem Hochhaus aufwächst. Und wenn man selber dann 2 Meter gross wird. Oder? Dann habe ich täglich so eine Auseinandersetzung mit dieser Höhenangst. Und mein Plan war, das zu überwinden mit dem Fallschirmspringen. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Bis heute hat es nicht geklappt. Ich habe immer noch, wenn ich im Flieger hocke, ein sehr komisches Gefühl. Auch wenn der Flieger schöner ist als der, den wir von der Mireille haben beschrieben bekommen. Ich habe das Gefühl, der Flieger stürzt schon ab beim Start. Das spüre ich irgendwie. Das kennt ihr vielleicht auch. Und bin überzeugt, wenn der Flieger wirklich abstürzt, in der Realität, dann sagen sich 3/4, ich habe es gewusst. Da bin ich überzeugt. 1/4 ist vielleicht überrascht, weil sie wissen, dass das Fliegen an sich sicher ist. Aber das war so mein Grundgefühl. Und dann, wenn die Türen aufgeht, auf 4000 Meter normalerweise, dann kommt so ein kalter Lufthauch rein, der so nach Schnee schmeckt, auch im Sommer in Spanien. Und das hilft auch nicht, wenn man schon Angst hat. Dann tut so der Angstschweiß halb angefrieren. Man geht zu den Türen raus und dann lässt man sich gehen. Und dann kommt der Moment, der wunderbar schön ist. Ich wollte immer schon das Geradeausfliegen geniessen. Aber wir heissen ja eigentlich Fallschirmspringer. Also das Fallen, das ist ja so das Zentrale. Mir hat das Schöne gedacht, das Vorwärtsfliegen. Und Vorwärtsfliegen kann man beim Fallschirmspringen ganz einfach Arme und Beine strecken und dann fällt es an, Vorwärtsfliegen, so schräg, wie beim Seemannskopfsprung. Und das ist etwas vom Wunderschönsten. Normalerweise machen wir das nur, wenn wir in der Gruppe springen und am Schluss dann auseinander müssen fliegen. Um den Schirm aufmachen, dass wir nicht in den Rang hineinfliegen. Jetzt aber am schönsten dünkt, es geht von Anfang an zu machen. Rausgehen, fliegen. Und dort habe ich genau das gefunden, was ich gesucht habe. Wir konnten über ganze Städte fliegen. Das habe ich mir genau so erträumt. Ein Pilot haben wir sagen, flieg auf das Meer raus. Ich fliege dann selber heim. Ist das die komisch gewesen, weil die sind ja gewöhnt gewesen, die Fallschirmspringer über den Platz rauszulassen. Aber ich konnte zurückfliegen, 3-4 Kilometer weit. Und dann habe ich gemerkt, hey, das geht recht schnell. Schneller als jeder Karre, schneller als Zug. Aber man hat keine Ahnung, wie schnell man ist. Und dann habe ich das angefangen zu messen und habe gesehen, aha,
Normalerweise fallen wir ja 200 runter. Und jetzt bin ich schon 200 Stundenkilometer schnell. Das ist noch gut. Dann wollte ich den Rekord brechen. Oder mal schauen, was so der Rekord ist. Und es hat aber noch gar keinen gegeben. Das ist echt die beste Ausgangslage, die ihr auch haben könnt als Unternehmer. Wenn ihr in einem Feld seid, wo es noch gar nichts gibt. Und dann seid ihr sowieso bei den Besten, seid ja Pioniere. Und ich habe dann gesagt, also, dann nehme ich aber noch so richtig zu. Ihr habt vielleicht auch so gedacht, als ihr auf die Bühne also auf dem Foto hat er schlanker ausgesehen. Die Erklärung ist, ich durfte 12 Kilo dürfen zunehmen, ich sogar müssen zunehmen. Und die Partnerin gesagt, los, Bea, es kommen schwere Zeiten auf uns zu. Aber also im Hinterkopf hatte ich gerne das Bild von diesen Schauspielern, die für eine Rolle zunehmen, wie blöd. Und in der nächsten Rolle sind sie wieder dünn. Mein Problem ist, ich hatte keine nächste Rolle gehabt. Und dann habe ich die 12 Kilo zugenommen, sind am Schluss sogar 14 geworden. Beste Zeit überhaupt. Also 2-3 Hamburger, ein bisschen Pommes frites, 3 Bier zum Morgen. Und dann konnten wir das so weiterziehen. Und das war echt das Beste im ganzen Unternehmen. Und manchmal sind wirklich so Expeditionen unfassbar schön. Auch, weil es einfach Fakt zunehmen. Habe ich mir so vorgestellt. Und dann hat es am Schluss nachher auch gelangt, vor 8 Jahren so für einen ersten Rekord. Ich wollte möglichst schnell vorwärts fliegen, also wie ein Auto, man misst, oder wie ein Zug. Und meine Flugbahn ist so schräg, oben runter, und dann hat es am Schluss nachher unter dem Boden 304 Stundenkilometer gegeben. Meine eigene Flugbahn, weil sie so schräg ist, war ein bisschen schneller gewesen, ich war mit 400 unterwegs gewesen. Jetzt fragt man sich vielleicht, was ist das für ein Gefühl? Könnt ihr euch das nächste Mal so vorstellen, wenn ihr wieder dürft fliegen und ihr seid am Landeanflug mit eurem Flieger, dann kommt ihr mit höchstens 300 daher. Das heisst, ihr würdet aussen dran euch noch überholen mit einem 100er. Einfach ohne Flieger um mich herum. Und ihr seht, ich brauche ja keine Wingsuit, das kennt ihr auch, die Flügelhörnchen-Anzüge, die die anderen haben. Und ich habe einfach immer gesehen, ich bin schneller, wenn ich nicht noch die Arme raushebe, sondern einfach möglichst gerade da durchgehe. Ich bin auch anderthalb Jahre lang auf Platz 1 bei den Wingsuitern. Die haben das natürlich ein Beschiss gefunden, weil sie gesagt haben, das ist ja gar kein Wingsuit. Und dann haben sie gesagt, ja mal, das ist natürlich ein Zero-Wingsuit. Einfach ein Anzug mit null Flügeln. Das war der Anfang der Karriere und ich möchte euch zudem ein Merkwörtli dazugeben, ein Sprichwörtli, vielleicht etwas, das man sich für sich auch merken kann. Wir haben häufig das Gefühl, es fehlt uns noch etwas, bis wir starten, bis wir loslegen können. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit der Nadine Jaun und sie hat mir gesagt, in 5 Jahren ist mein Plan, mich selbstständig zu machen als Coach. Ich dachte, das ist wieder typisch Frau. Oder? Ich habe noch nie einen Mann gehört, der einen Plan macht, der länger ist als 6 Monate. Noch nie. 9 Monate, das ist dann ein Plan, wo ihm gesagt wird, dass es ein Konzept gibt. Das ist für ihn völlig neu, oder? Eine Offenbarung, dass man so weit kann überhaupt herausdenken kann. Er realisiert es eigentlich auch erst nach 9 Monaten, was da passiert. Aber Frau kann auf 5 Jahre herausplanen. Und gleichzeitig habe ich auch gefunden, ja, das ist jetzt aber ein bisschen schwach, oder? Sage ich, in 5 Jahren tue ich das. Und am Schluss sage ich auch so, los, hättest du mir noch ein Kärtchen, so vom jetzigen Arbeitgeber, dann gibt sie mir ein Kärtchen mit Jaun Coaching. In 5 Jahren ist die parat. Und hat schon das Kärtchen. Genial. Bist schon wieder falsch hier, oder? Ich habe nachher noch mit frühestpensionierten Geräten vorhin, die da sind, und sagen, ich bin zwar Risikogruppe, aber ich komme. Also einfach, ich bin am falschen Ort hier. Euch jetzt Höhenflüge beizubringen. Aber das ist etwas, was man sich vielleicht manchmal gleich auch fragen kann. Wann könnte ich noch so ein bisschen mehr Mut haben, zu sagen, ich bringe alles schon mit, ich kann alles schon, ich lege mal los. Und wenn es noch am Anfang das Kärtchen ist, wo man parat ist mit dem. Wenn ich springe, dann ist für mich das der entscheidende Moment vom Geschwindigkeit holen, vom Speed aufholen. Und das ist das, was am eindrücklichsten ist, natürlich vom Lärm, was macht. Auf Englisch kann man es am besten sagen. Es tut wie eine Sau. Es ist sehr gestört laut. 60 Kilo Druck auf dem Helm und auf den Schultern. Und wenn ich dann oben bremse am Schluss, bevor ich den Schirm aufmache und im normalen Freifall bin, dann dünkt es mir, es ist eigentlich alles schon vorbei, der Flug. Es ist so ohrenbetäubend laut. Sehr, sehr eindrücklich. Und ich habe nachher gemerkt, als ich plötzlich bei der Weltrangliste runtergefallen, die Wingsuit raus ist schneller geworden, habe ich gemerkt, ja, wie machen die das? Die haben alle
Rückenwind braucht. Und vorher hat man gesagt, das ist eine Sache, dass man nicht mit Rückenwind springt, sondern in der ruhigen Luft. Dann habe ich mir gesagt, also, dann nehme ich doch mal den stärksten Rückenwind, den es überhaupt gibt. Und das ist eben der Jetstream. Das ist noch das Problem, oder wenn man mit Piloten redet und sagt, los, ich will mit dir in den Jetstream, und er will raussteigen. Dann sagen die Nobis, da helfen wir nicht mit. Weil die Einzigen, die verrückt genug sind für das, sind Ballonfahrer. Die haben Salbo auf grosser Höhe, ohne Sauerstoff, noch das Fondue, lächeln, gehen zufriedener, weil sie langsam einfahrt, die Höhe. Und es sind genau die richtigen Leute, die ihr müsst haben für so ein Abenteuer. Wir haben gesagt, das machen wir. Wir haben gleichzeitig auch gewusst im Team, das wäre noch cool, wenn wir begleitet würden. Die Sponsoren haben auch gesagt, wer begleitet nicht? Wir haben überhaupt niemanden. Und nachher sind wir zu BBC World News gegangen und haben denen die Story erzählt. Und sie haben das eine super Idee gefunden. Aber sie haben gesagt, macht mal, wenn ihr es überlebt, wenn du es überlebst, dann tun wir es vielleicht sogar ausstrahlen. Also no Zusage, praktisch kein Geld. Und das war für mich so ein Moment gewesen, als Unternehmer, auch, wo ich mein eigenes Firmenkapital so auf einen Nullpunkt runtergefahren bin. Also so haarscharf an der Konkursgrenze durch, mit dem Risiko, dass es halt eben nicht klappt. Das hat drei Teams gehabt, die gleichzeitig in den Jetstream springen wollten. Zum Teil mit ganz viel Geld hinten dran. Wir hatten praktisch kein Geld gehabt. Das, was wir hatten, das war ein riesen Feuer für das Thema und eine Begeisterung und einfach eine Freude, zu schauen, ob das möglich ist, ob das geht. Und das hat ja noch niemand gemacht vorher. Wir haben auch gefunden, dass in der grossen Höhe oben es unfassbar viel Energie hat, die man abholen könnte. Weil es schon Unternehmen gibt, die genau das machen. Die gehen so mit Drachensystem gehen die in die Höhe und holen aus mehreren hundert Metern schon holen die Energie ab. Und das würde länger, um alle Energieprobleme zu lösen, hier auf der Erde. Jetzt werde ich euch mitnehmen in den Jetstream. Wir gehen an diesem Starttag in Australien gehen wir in den Ballonkorb. Da muss ich euch zwei Sachen dazu sagen, die ich noch nie erzählt habe. Beim Sprung seht ihr bei meinem Helm von unten gefilmt. Da seht ihr so ein kleines Laschen, das aufgeht. Ich konnte den Helm nicht zutun. Bei meinem ersten Sprung, den ich den Helm nicht zumachen konnte, war es blöderweise der wesentlichste Sprung in meinem Leben. Warum dass er nicht zugegangen ist, weiss ich noch heute nicht. Wir haben das x-mal getestet. Aber ich hatte sechs verschiedene Kleiderschichten. Irgendetwas war rumgeliehen. Ich konnte den Helm nicht zutun. Und jetzt habt ihr einfach die Wahl. Entweder ist das Ganze wieder abgebrochen, eine Minute vor dem Start, und ich sage, sorry, ich kann nicht. Oder ich habe mir dann einfach gesagt, ja, ich habe eigentlich 60 Kilo Druck auf dem Helm, der reisst mir wohl nicht ab. Aber das ist ein bisschen Risiko. Das zweite Risiko, das ich hatte, ich wusste, ich habe fünf neue Operationen gehabt, vorher schon, vor einer alten Militärverletzung, ich wusste, ich muss einfach unbedingt stehend landen und nicht auf die Knie fallen. Das sind die Risiken, die ich gewusst habe. Beim Sprung, das ist sehr heikel. Vorher sind zwei Sachen passiert, die ich auch kurz ausholen muss. Der Sauerstoff hat anfangs Leck gegeben. Das haben wir gekannt, das Problem, dass das eingefrieren kann. Gehört so ein Tschsch, das ist sehr angenehm. He? Sauerstoff, den man eigentlich will, nehmen, geht mal in die Luft. Das zweite Problem, gleichzeitig sind die drei Brenner ausgegangen beim Heißluftballon. Und das ist noch blöd, oder? Es heisst ja Heißluftballon. Ich habe dann zu einem Kaltluftballon geworden, der extrem schnell gesunken ist. Und ich wusste, die beiden Kollegen ohne Sauerstoff verrebeln sie in der kurzen Zeit. Das hat mich aber ein bisschen getröstet, weil ich gewusst habe, dann spüre ich sie drauf nicht mehr. Und in diesem Moment musste ich müssen springen, ich nehme euch jetzt mit und schaue euch bitte diese Szenen an. After takeoff, everything went fine. We had a beautiful sunrise. And 30 minutes later, at 7,000 meters, the problems started. As they ascend higher, the temperature drops dramatically and the oxygen mouth regulators for the pilot and Tom freeze in the open position. So now, instead of the oxygen being supplied on demand by each breath, it pours out of the open regulators. They risk losing all of their oxygen before they can complete the flight. They press on and climb higher, but suddenly, without warning, the burners stop working and flame out. Oh,
Push that back. Frantically, Steve tries to relight the burners using a handheld blowtorch. But this fails and won't light either. He tries the igniter on the burner itself, but to no avail. The extreme cold has caused the fuel to freeze, and without enough oxygen in the atmosphere, the burners won't reignite. As the air in the balloon canopy cools, they begin a rapid descent. We're going down 1,100 feet a minute. Sorry? Could be an exciting ride. Go! They are not going to be able to get any higher without the burners working. So now is Mark's only chance to attempt his world record as the first man skydiving in the jet stream. He is jumping into a wind speed of 140 kilometers per hour. That's hurricane force. I knew I had to leave. We were not prepared to have such kind of stress, and I could not concentrate on my first task, the speed, anymore. But at the same time, I was worried about my two friends in the balloon because they were in great danger. Also ich bin wirklich im Deep Sheep Shit gelandet. Die Kollegen haben es kurz abends, später auch geschafft. Sie haben den Brenner wieder angebracht, was sie heute noch nicht wissen, wie das wieder gegangen ist. Irgendwo muss noch ein bisschen Flamme rumgesehen sein. Und sie haben es nachher wirklich auch hergebracht, alle sind unverletzt gesehen. Aber für mich war das ein enorm schwieriger Moment gewesen, die ersten 20 Minuten am Boden her, mit der Gewissheit, dass die beiden einfach jetzt gestorben sind. Das, ich bin sicher gewesen. Dann kam das Telefon, wo der Ballonfahrer ist dran war. Und meine erste Überlegung war, die haben im Himmel Handys. Und was wir auch häufig haben im Leben, ist, dass wir eben realistische Ziele setzen. Und ich möchte gerne, dass ihr das mal umdreht. Tut mal extra ein unrealistisches Ziel setzen. Wenn ihr in der Verwaltung arbeitet, finde ich realistische Ziele gut. Steuerverwaltung, super, realistisch. Aber sonst, wenn ihr selber Unternehmer seid, wenn ihr Leaderinnen seid, tut mal extra die Messlatte ganz hoch setzen. Die BBC World News hat ja auch nicht gewartet auf einen kleinen Mark aus Hinterkappeln. Und alle anderen drumherum auch nicht. Sie haben mich nicht einmal gefragt, wie viele Sprünge hast du? Wie manchmal bist du aus dem Ballon gesprungen? Dann hätte ich sagen, bis jetzt auf einmal. Ich habe nie im Leben die Erlaubnis bekommen, um das zu machen. Und geübt habe ich bei der Aare, bei den verschiedenen Brücken, bin ich runtergekumpelt. Mir dünkt, das ist ungefähr das Gleiche von der ersten Sekunde. Und der Rest ist ja gleich, wenn es mich überschlägt. Ich bin ja hoch genug. Ich kann mich ja dann schon irgendwie stabilisieren. Das ist der Moment, wo man eigentlich schon ganz allein ist, wenn ihr als Pionierin unterwegs seid, wo ihr einfach durch müsst und wenn ihr Neuland entdeckt, dann wisst ihr auch noch gar nicht, wie es rauskommt. Ich habe nicht gewusst, wie das geht in Jetstream hinein. Das ist ein Hurricane, starker Wind. Und der Moment vom Sprung, da muss ich schnell in den Rand vorkommen. Der ist so eindrücklich. Man steht da, springt und er ist absolut still. Weil man mit dem Flow geht. Genau wie der Aare. Wenn ihr mitschwimmt, ist ja gleich, wie schnell die Aare ist. Es ist ja ruhig. Es sieht nur für die Jogger eindrücklich aus, wenn ihr schneller seid. Aber bei euch ist es ja gleich, wie schnell die fließt. Und das hat mich sehr eindrücklich gedacht. Der Sprung selber nachher, der ist faszinierend, um mal losgehen, aber das Losgehen, das müssen wir einmal wirklich auch machen. Und das finde ich so für mich das Rezept vom Miraculix. Wenn ihr könnt
eine Passion verbinden mit einer kleinen Gelassenheit, die ihr entspannt seid, die ihr Freude habt, die ihr hier auch seht mit Watch Your Step, wo ihr nicht alles so ernst nehmt. Weil das Ganze ist sowieso ein bisschen lächerlich. Es kreiert keine Hand an, ob ich in den Blödschätzstream springe und meinen eigenen Rekord dort schlage oder einen neuen aufstelle. Das gilt für alle Bergsteiger, für alle Expeditionsleute. Es ist ja völlig schnurz, ob man irgendwo einen von diesen Polen geht. Völlig egal. Und der Sprung auch. Und der ist so wichtig, dass man ein bisschen ein Lächeln hat. Und da sage ich noch schnell etwas, es leuchtet zwar schon rot, aber die richtige Zielhöhe, für ein Ziel zu finden, das ist genau die, wenn ihr das Ziel aufschraubt und noch ein bisschen mehr aufschraubt, bis zum Moment, wo ihr ein bisschen lächeln müsst. Und wenn es ein bisschen lächerlich wird, ist genau eure Zielhöhe, die ihr müsst avisieren. Die finde ich perfekt. Mein nächstes Ziel, wir gehen unter Wasser. Ich habe jetzt noch Bude gegründet, für Dokumentarfilme zu machen. Wir machen eine Freediving-Story. Genial, mit Welt retten natürlich, mit den neuesten Möglichkeiten, mit Energie aus dem Meer kann nehmen. Also das habe ich immer wollen. Ich wollte fliegen und die Welt retten. Und der Hauptantrieb ist natürlich, Frauen zu beeindrucken. Das muss man sagen. Heute, wo wir nur noch virtuell zusammenreden praktisch, oder jetzt hier mit verschlossenen Gesichtern, zählt das Ehrenwort extrem wieder. Wir können keinen Handschlag machen. Tut das, was ihr sagt, umsetzen. Nehmt die Leute auch beim Wort und sagt nur das, was ihr nachher wirklich auch machen könnt. Dann helft ihr der ganzen Situation. Und das Ehrenwort ist ein uralter Begriff. Und das gilt auf dem Schiff. Die, die sagen, ah, am Hauser fängt es noch, vielleicht kann ich da etwas lernen, kommt mit mir mit. Ich habe jetzt noch schnell den schweizerischen Hochseeschein gemacht. Ich weiß nicht, es klingt ein bisschen lächerlich, es ist ein bisschen ähnlich wie der holländische Bergsteigerausweis. Aber den habe ich jetzt. Und nächstes Jahr können wir gehen, wer Interesse hat, schnell ein Mail schreiben. Und dann tue ich auf die Interessentenliste. Ganz am Schluss werde ich mit euch noch etwas machen, das ihr könnt heimnehmen könnt. Jetzt können wir es nicht gäbig machen, weil normalerweise die Leute unter das Goldblättchen unterblasen. Ihr habt 24 Karat Gold bekommen. Wenn ihr es heimnehmt, tut es morgen über euren Lieben fliegen, drunter herblasen und dann fliegen. Das ist wunderbar schön. Und zum Abschluss, alle Motivationsredner haben immer so drei Punkte, was sie am Schluss bringen. Darum habe ich nur einen. Und der Endpunkt heisst, legt los, gebt alles. Merci vielmals, seit ihr da gewesen. Tolles Publikum. Merci.